Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ. Die Katastrophenheinze sind wieder zurück, namentlich der gute Tommy hier vor mir, der Benny da hinten und der arme Dennis, der wieder Sachen zusammenschustert. Das ist allerdings nicht alles. Ich bin eine Frau, warum auch immer, und ich habe völlig andere Sachen, weil es gab einen Charakter-Rollback, dann sind wir noch 10 Milliarden Mal gestorben und der Dennis wurde hinterrücks ermordet. Wir haben es leider nicht aufgenommen, mein Gott, aber es war heftig, oder Dennis? Es war die Katastrophe. Und eine ganz kurze Sache, ihr hört bei Steam immer die ganze Zeit bei mir aus meiner Ansicht immer blub, blub, blub. Der gute Dean hat mir kurz ein paar Infos gegeben, weil der meine Sachen zurückgeholt hat, denn ihr könnt es nicht glauben, es war einfach so krass. Ich habe mit einem Spieler, während wir hier alles vorbereitet haben, ganz hart geplaudert und so weiter. Ja, man kann ja hier in DayZ wunderschön miteinander reden. Und die haben sich dann eine wilde Schießerei irgendwie geleistet, haben sich alle gegenseitig abgeknallt, war eine Gruppe von 6 Leuten und dann haben die mich verdächtigt, obwohl ich nichts getan habe. Ich stand da, hab eine Cola getrunken, ja, hab einfach das Leben genossen. Und der Typ, der sich dann immer Cola. Schon... Eine Cola kann in DayZ gefährlich werden, ja. Wir wissen es nicht, ob genau. Wir den Cola-Gift oder mit den Kopfschüssen. Trinkst du einmal eine Cola an der falschen Ecke, zack, hast du eine Zecke. Oh, der hat mir dann kurzerhand einfach, der hat mich einfach abgeknallt. Also, ich habe ihn jetzt gegen Tommys. Tommy, wir haben ja Tommy D'Angelo hier, ne? Aber Tommy, also der Tommy, der das war, ich weiß, dass du das warst, ja? Das Geilste ist aber eigentlich, dass ich eine Frau bin, einfach so. Ich bin gestorben und war plötzlich eine Frau. Ich muss sagen, dieser Tommy, ja? Sollten wir uns jemals in DayZ nochmal sehen, ja? Ich werde jeden abknallen, der ansatzweise aussieht wie ein Tommy, ja? Und das ist bei DayZ natürlich so eine tolle Sache. Also laufen wir lieber nicht über den Weg, weil das ist ziemlich ein Oberabfuck. Und dazu muss man auch sagen, dass dann Steam auch noch einen Servercrash hatte oder was ich da los war. Wir sitzen eine halbe Ewigkeit hier und können seit jetzt 7 Stunden aufnehmen. Aber das Krasse war eigentlich, dass man so richtig hintergangen wurde wieder, oder? Ja, voll der hinterfotzige. Ach komm. Wir machen wieder ein paar Rollen. Also die Story muss man einfach nur auf. Du regst dich einfach nur auf, wenn du mit den Leuten die ganze Zeit quatschst. Du machst Bilder mit denen im Spiel, die freuen sich, ja. Dann knallen die sich alle gegenseitig ab wie die letzten Spackos und verdächtigen dich dann. Und die kommen. Ich war vor allem auf einem leeren Server, das kann man ganz gut sagen. Auf einem leeren Server. Ich stand da und habe nur meine Sachen gelootet. Und dann kommt der einfach von hinten, ja. Ist mir nachgejoint, kommt von hinten und knallt mich einfach ab. Das ist so bitter, ey, der arme Dennis, ey. Das war echt so mies. Ich habe Sachen gehabt, die ich... Sollen wir mal gerade woanders hinziehen? Ganz kurze Absprache, sorry, Dennis. Ja, kein Ding. Nur, dass wir nicht gerade hier so auf offener Fläche... Sollten wir vielleicht mal ins Dorf gehen und den Dennis in Empfang nehmen? Der müsste ja gleich auch da sein, oder? Ja, ich bin am Schiff jetzt. Okay, das werden wir nachher euch alles noch zeigen. Wir sind hier gerade an einem anderen Airfield, in der Nähe zumindest. Wo denn genau? Vielleicht kannst du das erklären, Benny oder Tommy. Ganz kurz eine Frage an Benny. Benny, wenn ich am Schiff bin, ich laufe am Schiff an der Straße, ich bin auf der Straße, welche an einem Schiff vorbeiführt, wo muss ich dann jetzt lang? Also es gibt einen kleinen Waldweg auf der Höhe des Schiffes, links rein. Ja, neben der Straße, ne? Links neben der Straße. Ja, der geht so im rechten Winkel von der Straße ab. Genau, ja. Und da links jetzt quer durch, und dann läuft man durch in einem Wald, richtig? Aber auf einem Weg. Ja, ja, genau, auf so einen Schotterweg, ne? Ja, genau. Und über Gleisen läuft man dann auch einmal, also über so einen Bahnübergang. Das Interessante ist natürlich auch, dass es einen Patch gab. Es gibt jetzt wirklich Shotguns, es gibt neue Sachen, wie zum Beispiel hier diese Mütze, die ich anhab, mein Charakter, meine Charakterin, warum auch immer. Und das Spiel ist immer noch leider sehr verbuggt an manchen Stellen. Wir hatten teilweise auch Inventarsachen verloren, aber es macht nichtsdestotrotz uns unglaubliche Laune. Aber wo gehen wir jetzt hin, Freunde? Wir müssen hier weg, wir müssen den Dennis irgendwie finden. Ich bin jetzt gleich im Moment ist ganz da. Übel. Oder aber echt, hier raus. Sorry, also, dass wir hier gerade so rumchillen, aber wir müssen vorsichtig sein. Wir können schon dem Dennis entgegenlaufen. Ich habe echt so meine Rechnung gelernt und der Dennis war schon so weit, der sagt, ich bringe jeden um jetzt. Ja, ist auch so. Du kannst niemanden in diesem Spiel vertrauen. Du kannst niemanden. Benny, pass auf, jetzt gibt es hier eine Möglichkeit, links oder rechts zu laufen. Rechts wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ja, weil, weißt okay, du, das dann ist das Geile. An, Benny, für an. Das ist, wie soll ich euch denn unterscheiden, Freunde? Aber ich habe ein bisschen Zeug für dich. Du kannst auch meinen Helm haben, weil diese Soldatin ist die Kokainverkäuferin. Die sieht echt so aus wie so eine kolumbianische Guerillakämpferin oder sowas. So ein kleiner Witz, den ich nur leider erzählen kann. Leider ohne M4, ach sorry. Die Leute denken ja, ich hätte ja wirklich alle umgebracht, was ich absolut nicht gemacht habe. Ich bereue es auch sehr, dass ich es nicht aufgenommen habe. Und ich habe hier nicht die Heideltraut gespielt, kann ich ganz klar sagen, weil der See ist schon ziemlich ärgerlich, wenn man da stirbt. Ja, ganz klar. Und wenn man hier auf die Playerliste drückt, findet man tatsächlich einen User, der heißt Verräter Dennis. Ob das jetzt Zufall ist oder ob sich der Typ danach genannt hat, weiß ich nicht. Ja, aber
Nee, ich komme da immer noch nicht drauf klar. Dennis. Das Ding ist natürlich, bei GTA Online ist es egal, verlierst ein bisschen Kohle, aber es tut nicht wirklich weh. Bei Rust ist es so, dass wenn du dich in der Nähe vom Camp umbringst, es auch völlig egal ist, weil du ja schnell deine Leiche holen kannst. Sein, du wurdest halt gelootet. Allerdings ist es bei Rust natürlich krasser, wenn du in der Wildnis abkackst so, und einer holt deine ganzen Sachen weg. Kann natürlich auch bitter werden. Ist bei DayZ natürlich immer noch der Fall. Und wir jetzt ab hier so durchs Wäldchen und unseren Freund Dennis finden, den wir mal wieder motivieren müssen. Vielleicht kann dem ja mal einen netten Kommentar schreiben. Boah. Dennis, Kopf hoch. Also, tut mir leid, aber du machst mit den Leuten Bildern alles ey, und dann bist du. Du warst echt im Arsch, ey. Du warst eben voll traurig. Und ich verstehe, das enttäuscht auch persönlich, weil dieses Spiel ist so krass. Ich habe noch nie mich mehr so reingeflasht. Im Meridian damals hatte ich das auch. Meridian 59, das war auch, weil es war auch Permadeath. Und die Leute haben sich ausgelockt schnell, sodass die ein Spielelement machen mussten, das Lockschatten hieß. Das heißt, wenn du dich in 20 Sekunden da wieder einloggst, haben die anderen das gesehen. So, das wurde dann erfunden, weil das Spiel so krass war, dass die Leute mal aus dem Spiel vorher gejumpt sind und so. Da habe ich auch den guten Gronkh kennengelernt damals, in diesem Game. Aber man muss sagen, es gibt nicht nur Tommys hier im Spiel, ja, es gibt auch nette Spiele. Jetzt nicht denken, wir haben auch was gegen Tommy DeAngelo, welcher bei uns mitspielt. Tommy DeAngelo ist ja ein netter Kerl, ja. Der Tommy ist super. Der Tommy hier, der Tommy, der unser Original-Tommy ist super, aber alle anderen Tommys in DayZ, ja. Ja, das war jetzt hinter, das war jetzt nicht mal, ja. Vale und Benny, wo seid ihr eigentlich? Ich habe euch irgendwie verloren, glaube ich. Ja, ich habe euch auch verloren. Benny, ist es normal, Benny, dass man. Ich bin hinter dir, Benny. Ziemlich lang über diesen Weg läuft? Ist dir das nicht aufgefallen? Ja, das ist normal. Benny, siehst du mich? Das bist doch hoffentlich du, ne? Das bin ich, ja. Und wir sind jetzt auch, wir sind auch an dem Weg gerade, Dennis. Mhm. Wenn du das zweite Mal an Häusern vorbeikommst, sag Bescheid. Das Lustige ist, vorhin bevor wir aufgenommen haben, ein paar Sekunden vorher bin ich auf einen Spieler getroffen, ja? Der sagt, ich habe das Spiel seit heute. Du kannst ja hier, wie gesagt, miteinander reden. Und dann hat er gesagt, ich habe das Spiel seit heute. Aber man hört schon, du bringst alle oben, Dennis. Du weißt, hier steht nirgendwo der Username oder so. Aber ich habe niemanden. Alter, das fuckt einen so ab. Vor allem, wenn man 7 Stunden am Stück gelootet hat. Ja. Und dann. Aber jetzt genug gemeckert. So. Nee, da kann man sich nur aufregen. Dann regt dich wenigstens richtig auf. Sowas wie: Wichser, ich bring dich um! Ja, genau. Ja. Das ist viel schöner als das Meckern. Tommy! Das ist ja auch gerne mal. Zwischendurch, wenn es bei mir nicht läuft, bin ich ja auch einer der, gebe ich zu, der dann auch mal gerne, alles doof und die Welt ist so bitter. Und das, du weißt nicht, ob du heulen oder lachen sollst. Gerade bei DayZ ist es wirklich so. Ich bin in dieser Vorbereitungsphase auch dann einfach hinterrücks ermordet worden. Ich bin in den Server reingegangen, ja, dann gab es den Charakterwipe, kurz Inventar gecheckt, pam, tot. Es hat einfach keine 2 Sekunden gedauert. Naja, muss man jetzt drüber hinwegsehen. So, wir müssen uns jetzt hier kurz absprechen. Wir müssen uns kurz finden und vielleicht erklärt der Benny mal ganz kurz, wo wir gerade sind. Wer läuft denn da vorne? Dennis, guck mal nach rechts. Mit einem weißen T-Shirt? Ja, guck mal nach rechts. Da bist du, Dennis. Wir haben dich. Wo denn? Da vorne bleibt. Du bist an so einem Baum, ne? Ja, da läuft jemand von euch geduckt. Wo seid ihr denn, Jungs? Wir sind beide geduckt. Bei den Häusern. Unten durchs Tal und wieder hoch auf der anderen Seite. Das ist die Guerilla-Mama hier. Häusern. Die Guerilla-Mama. Pass auf, ich bin der Gefährlichste von einem. Vor allem der Spieler hatte gerade Angst vor mir. Ja, der hat zu mir gesagt, ich soll zurückbleiben. Ja, warte, ich gebe dir jetzt erstmal ein bisschen. Ich zeige euch mal mein Inventar. Ich habe nur eine Thunfischdose. Du kriegst meinen Helm, auch wenn er was bringt. Ich weiß es ja mittlerweile sogar. So, du kriegst meinen Helm. Das du kriegst, von dir. Die wir Säge ist auch schlecht. Neu, jetzt seit dem Patch am Start gibt es so eine Säge. Du kriegst, wenn du willst, sogar meine Gasmaske, ja, damit du auch cool aussiehst. Ah, ich hab dir doch das grüne Militärdings mitgebracht, das musst du anziehen. Zieh das statt dem Helm an, dem Helm in Gefechtssituation. Ah, jo. Wobei ich kann, warte mal, den Helm setze ich dann wieder ab. Aber wobei, ich glaube, der Helm ist effektiver, ne? Nee, weil ist er, aber wir können aber uns besser cool unterscheiden. Aber sieht nicht Ja, und wir können uns besser unterscheiden. So, hier, guck mal hier. Das Ding anders. Die Gasmaske würde ich dann ausziehen. Sieht ein bisschen strange aus, wenn ich ehrlich bin. Die geht so durch den Hut. Sehe ich gerade im Hintergrund. Hier sieht man das. Ich gebe dir noch was zu essen, mein Lieber. So. Das wär pralle hier. Und hier hast du noch eine Dose. Und ich hab ich nicht noch was? Das kannst du mal gerade nehmen. Das Bajonett. Bist ja eher der Sniper. So hier. Ich hab echt viel Kram. Ich finde euch nicht. Ich bin auch ich bin gerade genau an der Kreuzung quasi unter dem Airstrip. Dann lauf mal nach links. Ich habe auch ein Defi, ne? Tatsächlich. So, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir. Jetzt haben wir aber immer noch nicht erklärt, wo wir sind. Das sollten wir mal ganz kurz als erstes machen für die Leute, die sich wundern, wo sind die denn auf einmal? Was war das denn für ein Sprung von der letzten Folge bis hierhin? Ja, es gab ja den Charakter. Nördlich von Berezino gerade. Da ist nämlich noch ein kleiner Airstrip und. Das ist ganz an der Ostküste, ne? Kann man sagen.
Ja, genau. Und ziemlich im Norden. Also danach kommt eigentlich nichts mehr an Zivilisation hier auf der Karte. Was man natürlich sieht, die haben auch nicht nur den Content von der Standalone gepatcht, sondern auch ein bisschen die Grafik. Der Sarazar kann ja mal kurz Richtung Sonne gucken, da sieht man das zum Beispiel. Das habe ich eben schon sehr schön gezeigt. Also es gibt, krass. Also sie arbeiten am Spiel ganz klar, da passiert was, muss man einfach mal sagen. Das ist cool. Komm jetzt mal mit mir, Dennis. Wo bist du jetzt hin, Benny? Ich liege hier im Gras. Ach, wollen wir nicht, sieht man einfach gar nicht mehr, Alter. Wollen wir nicht mal zum Airfield nochmal laufen, ja, die Leuten das zeigen? Wir. Ja, das machen weil wir. Weil ich brauche unbedingt eine Ausrüstung. Das und ja, okay, ah, da bist du ja. Ist zwar ein bisschen riskant, weil hier sind ja der Verräter Dennis ist hier drauf und so weiter. Ist vielleicht Verräter Dennis. Ist vielleicht noch gar nicht so schlecht, ja? Dass wir so aber, dass wir so ein, ja, so ein bisschen unterschiedlich sind, sogar einen weiblichen Charakter haben, damit wir uns unterscheiden können. Ich wünschte, das wäre bei Tommy und Benny mal ein bisschen anders. Ihr müsst euch echt mal ein bisschen anders anziehen, damit wir. Komm, hier ist ein Bach. Einer von euch muss sich von diesem Helm trennen oder so. War schön hier, muss man schon sagen, ne? Ja, ist echt ganz nett, ne? So ein kleiner Waldspaziergang. Mann, sorry, dass jetzt gerade wenig Action ist, aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns heute. Sowieso. Action hatten wir heute genug schon, ey. Leute, ohne Witz. Ich sag jetzt mal ganz ehrlich, ja, damit die Leute mal wissen, was das für eine Vorbereitung dieses Let's Play ist. Wir haben mit 7 Stunden, ist kein Witz, 7 Stunden Sachen gelootet. Wir haben, mussten ja, gut, treffen. Ja, gut, nicht ganz 7 Stunden, aber es war schon lang. Auf ja, jeden Fall aber eine extrem ewige Zeit, also mehrere Stunden definitiv und dann halt Serverabstürze, Steam ging nicht, plötzlich war Steam komplett down, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Also ob Gott wirklich nicht will, dass wir DayZ aufnehmen. Aber jetzt lass uns doch mal gute Laune verbreiten, freuen wir uns doch, dass wir uns wiedergefunden haben gerade mal, ja. Ich weiß, wie ich mir gleich gute Laune mache, ich weiß nämlich, wer am Airfield ist. Echt? Sag bloß, es ist Tommy. Ja. Der ist auf dem Server. Ist er auf dem Server? Gott, ja, ist er auf dem Server. Ja, ich habe schon meine Handschuhe angezogen, der kann sein ich habe keine Schusswaffe, ihr seht's, ich habe zumindest keine Schusswaffe, die was drinne hat hier. Wo ist denn das Airfield? Tommy. Unser Tommy, wir müssen zusammenarbeiten, das geht nicht. Ich bin unterhalb vom Airfield direkt und warte auf euch, weil ich euch nicht gefunden habe, keine Ahnung. Also Leute, es tut mir leid, ich will ja nicht immer der sein, der hier die Leute killt, ja, aber ich muss jetzt hier mal durchgreifen. Der Tommy hat's verdient, der Tommy hat's einfach verdient. Da vorne ist das Airfield, siehst du das, Dennis? Ich sehe es. Das hier ist das Airfield von Berezino in der Ecke. Ich weiß gar nicht, ob das einen eigenen Namen hat. Ich habe da schon Leute rumlaufen sehen auf dem Airfield. Shit. Eben. Oh oh. So durch ich kann zur Information drauf sagen, ich habe da einen Informanten, ja, der mir auch mal bei Steam geschrieben hat. Und ich weiß, was da los ist. Deswegen laufe ich da jetzt mal hin. Und ich weiß, dass unser guter Freund. Der ist irgendwie CIA, der. Ja, ich dreh durch, Leute. Ich dreh durch bei dem Spiel, ja. Man. DayZ ist mit Abstand das Spiel, was am meisten einen zur Weißglut bringt, wenn man umgebracht wird. Ja, ist das so. Ist so ein Absturz. Wenn ihr das mal wüsstet, boah, wie Alter, der Sarazar. Wir wischen uns hier locker vom Tower. Ja, ich weiß. Am Tower das ist aber keiner. Das ist leichtsinnig und ich wollte vernünftiger werden mit der Zeit. Sind wir alle da? Bist du das, Tommy, ja? Ja. Jetzt immer Bescheid sagen, wenn du plötzlich dazu stößt, Alter, sonst hast du schnell eine Axt im Schädel. Oh, zwei Spieler kommen auf uns zu, schwer bewaffnet, Deckung. Was machen wir? Ich bin im Gebüsch, ich kann nichts ausrichten, das ist das Problem. Die kommen auf uns zu. Die einzigen, die was ausrichten können. Alter, ihr müsst sie von Weitem abknallen, knallt ab, ey, die kommen auf uns, die zielen auf, ne, der eine hat gerade die, da, einer holt eine Waffe raus, zieh, Alter, mach was, ich hau ab. Naja, Benny, töten wir sie. Komm, holt euch die. Wo seid ihr denn? Ich sehe die nicht. Guck mal Richtung. Gib mir eine Angabe. Tower? Nee, zwischen Tower und. Ja, genau, die kommen genau frontal vom Tower. Die sind jetzt hinterm Gebüsch. Alter, die. Entschuldigung, ich wollte das Wort nicht sagen, aber die natzen uns weg. Ihr müsst was machen, Jungs. Wo seid ihr? Nervenkrieg. Walle, du bist genau neben uns. Komm zurück, komm zu mir. Versteck dich hier hinter. Du bist leichte Beute da. Ich mit dem weißen T-Shirt, sagt das vor. Keiner hat geschossen. Oh mein Gott. Boah, was ein Nervenkrimi. Er kommt. Er winkt, oder? Nein, ja. Komm. Zieh ab, winkt Alter. Wenn er winkt. Lass den friedlich. Wir haben doch gelernt, was es ist. Egal. Einer davon ist Tommy. Schieß, Benny. Schieß. Hallo. Wir kommen in Frieden. Ja, schon. Benny, das ist Tommy. Der hier. Vor mir. Genau jetzt vor mir. Der hier. Das ist Tommy. Dennis? Mach. Der Dean ist der mit dem Roten. Nicht auf den Dean schießen. Alter. Du hast den Dean abgeknallt. Wer ist wer? Schieß den ab. Hinter dir. Schieß, Benny. Boah, was für eine Action. Das ist ja unglaublich. Du hast den abgeschossen. So, du Schwein. Entschuldigung, dass ich hier so. Aber so, jetzt habe ich meine M4 wieder. Das war jetzt echt Notwehr. Tut mir leid, Leute. Wo sind die anderen? Aber wenn ihr das erlebt hättet, ja, was hier passiert ist. Rucksack.
Das ist der Dean. Er hat den Dean getötet. Mein Informant ist tot. Ehrlich? Ja, ey, wer hat mir die M4 jetzt geklaut? Ich war. Ist er tot? Nee, der lebt doch noch. Lebt er noch? Ich will dir die M4 nicht klauen. Der läuft hier hinter uns rum. Warte mal. Dean? Dean? Alter, der ist ja übelst ausgerüstet. Das bin ich. Boah, ist der alles hat sehr schön. Warte mal. Magazin, das ganz kurz, ganz kurz. Mit. Dean, bist du das? Dean, bist du das? Ja, ja, das bin ich. Alter, was ist das? Du hörst dich so anders auf einmal an. Nee, nee, ich bin. Wieso haben wir beide dieselbe M4 von denen? Okay, doch, du bist. Okay, doch, du hast den Dean. Das ist Dean, Dean. Gut, das war der Tommy, ne? Hä? Ich hab die M4 plötzlich nicht mehr. Das ist manchmal so laggy. Wer lädt da? Jungs. Ich war hier weg. Jetzt hör zu, wir müssen um. Hast du die M4, Dennis? Ja. Okay, dann hast du die. Alles klar, ich verstehe nicht, warum ich die nicht gekriegt habe. Wir müssen hier unbedingt weg, wir müssen hier unbedingt weg, wir müssen hier unbedingt weg. Okay. Ist da noch was, was wir gebrauchen können? Keine Ahnung, aber. Ich will so eine Kiste haben. Bei mir hat der einen Honor. Nee, lass uns hier abhauen jetzt. Ich brauche unbedingt eine Schusswaffe, Leute. Ist da was dabei? Boah, ist das heftig wieder. Ist da was dabei? Eine Schusswaffe? Nee. Ich sehe keinen. Eine Magnum hier doch. Wenn ist die mit Munition? Kann ich dir, glaube ich, geben. Moment. Okay, dann habe ich wegen Tau eine Schusswaffe. So, wir müssen hier weg. Wir müssen warte, ich nehme noch eben seinen Schlüssel und seine Munition mit. Wir nutzen die Chance einfach. Wir nutzen die Chance einfach und looten nicht mehr looten. Warum kann ich nicht mehr looten? Ja. Ich habe schon alles gelootet. Da war nichts Großartiges drin. Okay. Okay. Der Dean sagt, im Tower war nichts mehr drin. Aber vielleicht sollte man trotzdem nochmal vorbeischauen, oder? Was meint ihr? Du sendest gerade auch zum Dean. Ja, damit ihr das noch mitkriegt, was wir hier. Wir müssen ein bisschen absprechen. So. Hallo Dean! Oder ich müsste sagen, hallo Dean! Hallo! 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 Wollen wir mal ins Gebüsch gehen wenigstens? Ja, ich hau jetzt hier ab, ey. Ich kann nicht mal das Ding looten und werde hier gleich abgeschossen. Ich weiß es schon, ich bin der Erste. Ich renne zurück, renne auf der Geraden in dieses Wäldchen. Das ist ein stumpfer Baum. Hier ist irgendwann so ein Baum, der rausgefallen ist. Aber das ist mit Beton. Was ist denn da passiert? Hinter dem Wäldchen sind wir erstmal safe, glaube ich. Nee, sind wir gar nicht. Das ist nämlich der Weg direkt. Alter, ich bin hier voll die Axtalte. Habe ich hier die Axtalte. Okay, los geht's. Weg hier. Ich habe jetzt nicht nochmal einen anderen Charakter genommen, weil es irgendwie nicht geklappt hat. Also ich dachte, boah, habe ich auch voll spät erst mitbekommen, weil das eine Frau ist. Ich hatte auch mal eine Frau. Nicht so schlimm. Ich find's dann alle, die uns jetzt hier wirklich hassen, weil wir diese miese Aktion abgezogen haben. Aber es tut mir leid, Leute, das war bitter nötig. Denn wer sich an diese Vorgeschichte erinnert, wo ich von erzählt habe, das war jetzt einfach die Rache für dieses... Oh, wer ist das mit der Axt? Also ich bin das. Wo seid ihr denn da vorne? Hinter dir. Okay, weiter geht's. Alter. Muss man auf jeden Fall ziemlich gucken. Krasse, eine krasse Folge voller Emotionen. Ich bin also dafür, das dass war wir schon erstmal hinterrücks ziemlich assi. Ja, tut mir leid, aber das hatten wir. Aber der Tommy hat es genau mit denselben Mitteln gemacht und insofern hast du es verdient, lieber Tommy. Ja. Aber ich hoffe, ich denke, du kannst jetzt quitt sein mit ihm. So, ich und hoffe. Jetzt hier sind die Sonnenblumen. Seht ihr die? Krass, ne? Toll. Was können wir damit machen? Ich bin dafür, dass wir mal abhauen. Boah, die sind super Gegend. Detailliert, ey. Ohne Scheiß. Guck mal die Sonnenblumen aus der Nähe. Sieht echt Hammer aus, einfach. Ja, Jungs, lass mal, ich weiß, Blumen sind schön, runter. Aber lass mal weg hier. Ja? Check hier die Blumen aus. Ey, die tauchen hier gleich hundertprozentig wieder auf und nicht nur hier in einer... Hier ist der Weg, oder? Nee, ist er nicht. Ich bin hier im Wald runtergegangen. Ja, ich renne dir einfach hinterher. Okay. Pass auf, aber dann gehen wir jetzt nach Berezino, zeigen mal die Stadt und vielleicht gehen wir mal zu dem Schiff. Das habe ich nämlich auch noch nicht wirklich gesehen, das würde ich mir gerne mal anschauen. So nach Berezino gehen wir jetzt. Ich folge mal, führ mal wer anders an. Das könnt ihr ja besser. Boah, ich bin so voller Adrenalin gerade, ne? Tut mir leid, aber das war so krass gerade. Und das ist einfach nur ein Game hier eigentlich, aber... Boah. Ich habe echt keine Munition für die Knarre. Hat wer Muni für die normale Pistole? Nee. Was braucht man denn dafür? Ja, bin gerade auch ein 9 bisschen Millimeter überfragt. Oder was ist das für ein Ding? Wir probieren mal was aus, Moment. Warte, lass uns irgendwo safe stellen, im Wald besser oder so. Ey, der wird uns gleich hier holen, wir müssen echt aufpassen, Leute. Der wird uns auf jeden Fall, wird der jagen. Wir sind jetzt, ist er denn noch auf dem Server? Ja, wir sind jetzt Staatsfeind Nummer 1 für den und es sind noch mehr Leute auf dem Server gekommen. Ich denke mal, die formieren sich jetzt und warten einfach auf uns. Das ist eben das Krasse an Daisy. Das ist das Krasse an Daisy. Und das hat die Story mit dem Dennis zu verantworten. Und so entstehen auch in echt Kriege. Ja, legt euch nie mit einem Dennis an. Ja, ja. Wir gehen wo seid ihr? Hier. Wo bist du? Vor dir.
Lauft mal nicht da oben entlang, kommt mal runter in den Wald. Nee, ja, unten ja, im Wald, stimmt, ist da. Gut. Ja. Folgen wir dem Benni. Also wir probieren halt jetzt echt ein bisschen strategischer. Wir nehmen uns natürlich auch die Kommentare zu Herzen. Vor allem ich muss mir die ja zu Herzen nehmen. Bei den anderen geht's ja noch teilweise. Ich meine, Benni und Tommy sind schon echt erfahren. Bei mir ist es noch so ein bisschen, naja. Aber ja, aber man soll nicht mein Bestes warten. Und man sieht ja, ja bei mir eben auch, dass ich irgendwie mich entwickle halbwegs. Noch nicht man ganz. Soll nicht erwarten, dass wir alle Pro-Gamer sind. Ja, ich werde auch noch im Rücken erledigt. Noch tausende Male während diesem Let's Play. Es wird spannend bleiben. Nervenkitzel pur. Boah, das ist so krass. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Der Tommy wird uns jetzt jagen, das sage ich euch. Und das wird jetzt ein bisschen dramatisch alles. Man weiß nicht, man kann keinen Schritt machen, ohne zu denken, dass der irgendwo lauert. Der Bürokrat, wo die ganzen Leute gekillt hat, hat er sich aufgelockt. Dass sie dabei sind. Schon krass. Wer ist denn der Tommy? Kennt man den auch oder ist er einfach nur so? Nee, der Tommy ist ein sehr erfahrener DayZ-Spieler einfach. Ich glaube, der ist auch bei anderen Let's Play-Projekten. Mit dem hattet ihr euch dann, und der schaut auch das Let's Play mit, oder was? Das kann, ja. Oh. Ja, Tommy, tut mir leid, solltest du das sehen? Es war einfach nur meine Rache. Ja? Ja, dann kannst du ihm jetzt darum bitten, dass wir auch quitt seid. Vielleicht sieht er es ja 5 Tage später, bis er uns in der nächsten Folge, in der übernächsten, überübernächsten getötet hat. Ja. Und ich musste das auch noch machen. Der wird jetzt so Jagd auf Benni uns machen. Der Benni hat ihn gerichtet. Ja, der Benni ist, echt, muss ich echt mal sagen, der Benni ist loyal. Wenn er sagt, schieß, schießt der Benni. Der Benni ist ein super Typ auch. Ja. Wir sind eine gute Truppe, Jungs. Der Benni geht dafür erstmal richtig nach Penny und holt erstmal einen Sohn. Und eigentlich weiß der Tommy ja auch, dass er es verdient hat. Eigentlich weiß er es ja. Ich meine, der hat dich ja einfach abgeschossen grundlos. Eben. Also der dachte aber auch wieder, das war eine verzwickte Geschichte, nämlich wieder, der dachte ja eigentlich, du hättest ihn zuerst mal erschossen und war dann wieder da und dachte, du hättest ihn angegriffen, dann hat er dich erschossen, wobei du ihn niemals zuerst erschossen hattest. Hab ich nicht, ja, weil das schwöre ich wirklich, hat. Das schwöre ich so, wirklich. So, und das ist das Krasse und so entstehen Intrigen und Kriege und in keinem Spiel kann man das krasser darstellen als in DayZ, weil der Tod so eine Emotion birgt. Richtig. Ey, das ist unglaublich. Bin mal gespannt. Ich bin so auf die Kommentare für diese Folge gespannt hier, Leute. Ohne Witz. Also da bin ich extrem gespannt, ob die Leute eher sagen, ich stimme dem Sarazar, Benni, Tommy und Dennis zu, oder ob die eher sagen, der Typ hat ja noch gesagt, nicht schießen. Ja, das war schon bitter, ne, muss ich sagen. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Aber wir können nicht immer zu nett sein. Wir müssen auch mal unser Revier hier verteidigen. Wir müssen mal zeigen, wir haben auch dicke Eier am Start. Aber der Benni hat es durchgezogen. Fand ich auch wieder cool von ihm, weil es war eine Entscheidung. Und ganz klar, er hat dich umgebracht. Wir müssen nicht darüber reden. Es war aber eine hinterlistige Methode, die wir da angewandt haben. Das muss man schon. Oh, was da für eine Dramatik gerade war, als er auf uns zugerannt kam. Und der Benni soll schießen und ich sage, schieß! Alter, das war so krass. Boah. Nee, wir sollten uns von dem Weg fernhalten, bitte. Weil der läuft da bestimmt gleich auch lang. Wirklich durch die Wälder. Ja, ich meine, der hat alles verloren, Wälder, was er hatte, der arme Kerl. Jetzt. Ja. Der war mega. Wenn der Tommy das hier sieht. Der sitzt wahrscheinlich vorm Rechner und ist ausgeflippt. Ja. Wenn der Tommy das hier gerade sieht, ja, ich renne auch mit seinen eigenen Sachen rum, die der alle gesammelt hat, das muss schmerzen. Aber ich glaube, in der nächsten Folge bin ich schon tot. Und wenn sich fragt, wer der Dean ist, der mit dir rumrennt, darf man das sagen? Du sagst es lieber. Ich will ja nicht zu viel vom verraten. Ja, man kann ja mal kurz erklären, der Dean hier, ja, ich mach das mal, damit er es mitkriegt, der Dean ist auch ein sehr erfahrener DayZ-Zocker, hat auch schon die Hauptversion gespielt, hier dieses Addon von Arma, und der zockt mit uns auch Minecraft und so weiter, ist ein ganz guter und auf den kann man sich verlassen, der wird uns niemals umbringen, ist auch mein Broder, ja, und deswegen, keine Sorge. Broder. Broder. Ja. Da vorne sind die Jungs. Ich ziehe mir bald wieder ein Yellow Bandana an. Oh nein! Und dann ziehe ich mir noch ein. Boah, und dann gehe ich ab mit der Axt, ey. Ich werde sie alle wegmetzeln, sage ich. Yellow Banana, Bandana, Axtman. Und Tommy D'Angelo dichtet dabei einfach tolle Gedichte. Der Tommy D'Angelo, der hat eigentlich so ein krasses Equipment, ne? Ist aber einer. Ich lock mich aus. Ja, der Tommy D'Angelo ist die größte feige Sau, die es gibt eigentlich. Tut mir leid, Tommy, aber. Ja, so muss man in dem Spiel halt sein. Ich lock mich aus, Gegner, ich lock mich aus. Wir sind zu viert. Der ist nur einer, ich lock mich aus. Mit dem Tommy dürftest du niemals verloren. Ich auch. Ich hab die verloren. Nee, du bist ja da. Wir sind bei Lost. Siehst du gut, dass ich dich erkennen kann. Das ist nämlich echt gut. Dank der grünen Mütze, Alter. Ja. Mein Charakter sieht schon verdammt cool aus. Komm nicht klar auf dieser Folge. Meine Weste ist weg. Wie, deine Weste ist weg? Meine Weste ist einfach weg. Hab ich die irgendwo liegen lassen? Du hast die doch an. Der hat die bei der einen Leiche nicht aufgenommen. Übrigens, der Sarazar ist tatsächlich eine Frau. Ich sehe das jetzt gerade erstmal hier. Nee, der hat meine Dingsweste hier, diese
diese Weste, wie du auch eine hast. Tommy, du hast doch noch eine auf dem Übergang. Ey, was ist das? Das Tommy, warum machst du sowas? Boah. Tommy, du Stricher! Tommy, du hast doch noch so eine Weste über, ne? Nee, ich hab die nicht mehr, leider. Shit, könnt ihr mal eine Sekunde warten, Walle, und einfach kurz warten? Ich weiß, wie das passiert ist. Das war wieder der Looting-Intervall. Ich hab mir doch die Weste von dem anderen geschnappt. Dann hatte ich die auch an. Aber irgendwie hat er das nicht gespeichert wieder. Das ist so beschissen manchmal. Ey, wo seid ihr? Lass mich hier nicht alleine. Wartet mal kurz, ich trinke noch was. Wir warten die ganze Zeit auf euch. Aber wo? Hier ist so ein See. Ja, da sind wir schon dran vorbei. Dann lauft noch mal ein Stück weiter. Alter, da war mein ganzes Essen drin. Was für Wichser. Dieses Spiel manchmal. Ich hasse es! Ich hasse es! Ich habe letztens gelesen, dass Dean Rocket Toll gesagt... Was? Oh. Ah, nee, ist okay. Wie habt ihr uns verloren? Ja, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Warte, ich esse gerade auch noch einen Schnappen. Okay. Man soll ja satt bleiben immer. Toll, habe ich meine geile schwarze Dings jetzt nicht mehr. Genau wie der Dennis plötzlich diese M4 hatte und nicht ich, obwohl ich die zuerst aufgehoben habe. Strange, oder? Was sagst du? Wo wollt ihr hin? Warte, wo wollen wir hin? Da sind sie. Wir folgen dem Benny mal. Benny ist der Checker hier. Genau. Oh, nee. Also ich brauche auf jeden Fall eine MP4. M4, ich weiß. Ich sag's, wird jetzt auch noch 50 Milliarden Mal falsch sagen, sag ich jetzt direkt schon mal. Weil man irgendwie die MP4 so eingebrannt hat, ne? Ja, weil M4 klingt irgendwie, ne? Also als Punktdatei MP4, weil meinst du, was ich meine? Ja. MP3, MP4, ja. Meine Damen und Herren. Oh, guck mal, der Heli. Ey, geil. Ja. Bombe! Reparier mal! Alter, wie geil sieht das denn bitte aus? Da mach ich erstmal ein Foto. Setzt euch doch mal alle davor. Ich mach heute mal ein Foto. Heute bin ich mal der Fotomann. Okay. Alle mal davor sitzen. Für ein schickes Foto. Man kann da rein. Ich glaub, man kann da rein. Nicht, dass du glitscht. Man kann er glitscht schon. Nee, weil er liegt nicht drauf an. Komm, lass es. Bitte tu's nicht. Ja, ich werde schon nicht in dem Helikopter durchglitschen, oder? Das wäre schon ein bisschen strange. Du weißt, wie das Spiel heißt, oder? Ich zeig den gerade mal hier für die Zuschauer, und der sieht ja wohl mega geil aus, oder? Ich guck auch mal, ich lorene auch mal hier rein. Lorenz her. Aber ist nichts drin, ne, zum Looten? Boah, das waren wieder Emotionen heute. Ey, ich sag dir, wenn... Das waren wieder Emotionen. Vielleicht sollten wir hier mal eine kleine Raste einlegen. Genau, und in der nächsten Folge seht ihr dann, wie wir alle von Tommy abgeknallt werden. Oh mein Gott. Ja, und was haltet ihr davon? Ihr könnt natürlich mitentscheiden, wie sollen wir reagieren auf andere Spieler? Was ist die beste Entscheidung eurer Meinung nach? Man muss natürlich vorsichtig sein. Und ja, ich hoffe, ihr habtet wieder Spaß in dieser Folge, auch wenn es anfänglich ein bisschen viel Gequatsche war. Aber dafür gab es ja dann auch echte Action, echten Nervenkitzel jetzt hier mit der Situation mit Tommy, ein Hinterrücksmord, den ihr verdient hat oder nicht? Schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr meint. Hat das verdient nach der Geschichte oder denkt ihr, wir waren zu krass und wir sollten lieber echt den Leuten vertrauen oder meint ihr, wir sollten den Leuten nicht vertrauen und knallhart sein und unsere eigene Sache durchziehen? Würde mich mal interessieren, was eure Meinung dazu ist, muss man ganz klar sagen. Wie der Dennis im Bauch hatte, hätte das wahrscheinlich gar nicht anders funktionieren können. Nee, ne? Ich hätte den Typen, glaube ich, gefesselt und hier in den Bach reingetreten. Ja, du hättest halt, wenn du eine M4 gehabt hättest, direkt draufgesäppt auch, ne? Ja, ich hätte gar nicht nervt, da, ich kann überlegen. Dass mir der Gurt jetzt weg ist. Der liegt jetzt noch bei seiner Leiche. Das ist natürlich ein bisschen bitter, weil der wieder das nicht aufgenommen hat. Aber schon ein geiles Früchtchen hier am Start, muss ich schon mal ganz ehrlich sagen. Sexy Bitch, ich glaube, ich mag sie. Was haltet ihr von der Lady denn, genau? Du bist hier mit 4 Kerlen im Wald, ne? Und die alle ein Dschungeldings anhaben. Fanfiction! In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von DayZ! Tschüss! Tschüss! Ciao! Oh mein Gott, was für eine Spannung. Tommy musste dann glauben, hinterrücks ermordet. Was sagt ihr dazu? Bis dahin.